Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris, ihr Lieben, und zur Vereinigten Stellaren Republik. Unser Krieg gegen die Darlink geht weiter. Wir werden hier jetzt weitermachen müssen, gucken, wie weit wir kommen. Und dementsprechend Interstellar Debris analyzed. Führen wir das hier auch weiter. Und ja, wir schauen mal kurz, wo wir sind, wo wir stehen. Und ja, schauen wir uns mal erstmal unsere Flotten an. Nehmen das mal hier mit den Sternbasen kurz raus. Da gucken wir ja eh nicht hin. Wobei, was ist hier nochmal? Fehlt die Verbindung anscheinend. Naja. So, Superklanke lässt sich reparieren gerade. Momento. Achso, der kann sich selbst reparieren, ne? Ah, okay. Sehr interessant. Ist der noch hier geblieben? Naja. Das ist immer so eine komische Angelegenheit hier mit den... Hohe Kriegsmüdigkeit, aha. Müssen wir wohl abwarten. Vielleicht mal gespannt, ob das jetzt auch endet. Stimmen mal mit Ja. Krimdor, wie hier, 1, 2, 3. Moment mal. Hallo. Okay. Aber dann haben wir diese Sachen hier nicht mit drin, ne? Nee. Also hier muss schon eine sein. Wurde denn jetzt neuer Föderationspräsident? Sehr schön. Second Fleet abgeschlossen. Sehr schön. Ja, wir haben Frieden. Und jetzt müssen wir mal mit der neuen Situation umgehen. Wann kann man denn hier wieder Krieg erklären? 2470 in 10 Jahren. So. Was wir jetzt machen werden ist... Das sind die Föderationsflotten, ne? Wo sind die? Hier. Ja, müssen wir sehen. Alter, das sind echt große Flotten, ne? Muss man sagen. Echt heftige Dinger sind das. Uiuiui. Naja. Erstmal sortieren, Leute. Wir sind da. Jetzt stellt sich echt die Frage, wie machen wir das? Wir müssen hier mal schauen. Wir können ja 13 Sternenbasen haben. Ich möchte jetzt aber auch irgendwie hier diesen Bereich anschließen.
Und jetzt frage ich mich, wie soll das funktionieren? Wie machen wir das? Kann man hier... ein neues System erstellen? Sektorhauptstadt verlegen? Nee, das klappt nicht ganz. Nee, die Sektorhauptstadt dort bringt nichts. Gute Frage. Aber dadurch decken wir hier halt mehr ab. Wir testen das mal. Okay, die hier nicht. Dann wird hier ein neuer Sektor gegründet. Überhaupt kein Thema. So, dann ist das so rum. Wir müssen hier natürlich sortieren. Da könnten wir natürlich vorstellen, dass hier in Sakais das mal ab. Ja, so werden wir das machen. Für hier kriegt was. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. So, jetzt werden wir das mal folgenderweise machen. Der hier, also Fihir soll ja was kriegen. Deswegen bauen wir in Fihir auch mal einen Sternhafen. Und werden dann sehen. Also die erste Flotte kehrt mal zurück zur Heimat. Zum Sonnensystem. Die zweite Flotte kehrt mal auch zurück zur Heimat. Die dritte Flotte schicken wir auch mal zurück. Das ist ja hier. Und das war's. Der Superclanker... der hat noch keine Heimat. Da suchen wir ihm mal eine Heimat aus. Wo ist die? Die Heimat? So. So, jetzt werden wir uns mal für die Föderationsflotten mal... Föderationsflotten, wo sammle ich die eigentlich? Die werde ich mal hier behalten. Erstmal in Klimdor-System. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen. Hawking. Ja, müssen wir mal schauen. Die mal hier hinschicken. Da haben wir kein Forschungsschiff. Der macht hier nochmal die Trümmer ganz kurz. Und die Transportflotte, die fliegt mal wieder zurück. Wohin eigentlich? Transportflotte fliegt mal zurück zur Erde. So. Das hätten wir schon mal geklärt. So, jetzt haben wir natürlich die Frage der, ja, der allgemeinen Sicherheit. Ne? Eternal Horizon zum Beispiel hier hat ja schon drei
Plattformen. Die werde ich mal verbessern. Molbion. Ist auch ein Grenzgebiet. Krimdor. Da schauen wir noch. Hier müssen wir noch mal verbessern. Ocheron. Wir verbessern das hier auch mal. Dann haben wir hier noch mal Akubenz. Dann die drei und dann die zwei will ich mir mal angucken. Das sind ja alles jetzt so unsere Shady. Shady sollten wir uns auch nochmal angucken. Shady. Hm, hier haben wir schon. Ablapus. Oh, hier zählt das ja nicht als ja, Grenzgebiet, sagen wir mal so. Ebanauch. Zählt ja momentan. Wobei, hier kommt ja nichts, ne? Ist gesperrt. Hier machen wir auch nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber hier in Fihir machen wir was. Wobei, Fihir kriegt ja jetzt eine neue Sternenbasis, glaube ich. Ja. Baskarat. Hier brauchen wir auch nichts. Hier ist ein Verbündeter. Brauchen wir auch nichts. Jax. Jo, hier wird dann nochmal geguckt. Dann haben wir diese Gebiete uns mal einmal angeschaut. So. Wie sieht es eigentlich hier aus? Verteidigungsanlagen. Ja, das muss alles gemacht werden, ne? Mhm. Caster-System. Das sind 9 Stück, die verbessert werden müssen. Erstmal gucke ich mal alles, was außerhalb unserer Geschichte hier so steht. Alles verbessern. Schauen wir uns mal dieses System an. Das hier mit dieser Sphäre hier, mit dieser Ringgeschichte, wird auch nochmal spannend. So. Ich hoffe mal, dadurch, dass wir diese automatische Geschichte gemacht haben, dass die sich automatisch mal verbessern. I hope so. Ist auch Grenzgebiet hier. Wer wäre das? Leuser. Tirmana hat nix, ne? Sollte auch eigentlich nix haben, aber läuft da vielleicht eine Route durch? Nö. Nee. Ah, hier wegen das. Doch, Tirmana muss haben. Das Grenzgebiet. Und ich werde jetzt einmal nochmal hier das hier auch einmal durchgehen. Dann haben wir das einmal alles. Hier brauchen wir nichts. In Uldor, ja. Hier auch. Ach, what? Hier kann man ja noch richtig reinhauen. Machen wir auch. LS, MS, SST, AS. PSRS. Und dann hier nochmal bitte. So. Siu hat nix. Chiminol hat nix. Komagion hatten wir hier schon geguckt. Ja, da wird sogar aufgerüstet. Sehr schön.
Nee, verbessert, Entschuldigung. So, Chiminol hat nix. Dann einmal Baranik. Hier ist alles entspannt. Atmir. Auch nix. Dann einmal die drei. Jo, muss verbessert werden. Moment mal. Können ja 9 hin. Nicht MS, sondern DSRS. LS, MS, SST und dann verbessern wir die hier auch nochmal. So. Sehr geil. Dass wir jetzt in Freyri, in Riak auch nochmal HS, PS, RS mal verbessern. In Fu dürfte nichts sein. Ist auch nichts. Dann in Ocean. Jo, hier muss eigentlich noch 3, ja. So, Alpha Centauri. Verbessern. Und in Gol. Gol dürfte nichts sein. Dann machen wir mal die beiden und dann einmal so hier nach oben hin. Oxamon, auch nix. Sonne, Claro, schauen wir mal, dass wir hier mal einmal alle verbessern. Katzabius. Würde ich mal ja sagen, weil da eine Strecke ist. Verbessern wir aber allerdings. Banatstar. Ist eine Strecke. Muss verbessert werden. Sirius ist Grenzgebiet. Verbessern. Hier haben wir jetzt alles, ne? Von zu Alpha Centauri hatten wir schon. Evo Markus. HS, LS, PS, RS. So. LS, MS, SST. Den Rest einmal hochstufen. Ufheron. HS, PS, RS. LS, MS, SST. Einmal hier. Conviab. Soll sowieso 3 haben. Sirius hatten wir schon. So, die Ecke haben wir jetzt auch. 18. Führen die Piratenwege auch durch. Dann mach ich mal die beiden hier nochmal. Nihal. Dann fangen auch. Und ja, Tigra sowieso. So, das hätten wir hier auch. In Latoros. Eam. Eam steht hier frei irgendwie. Ja, da führt auch nichts durch. Canopus. Auch nix. Ist auch kein Grenzgebiet. Virak ist Grenzgebiet. Dann haben wir echt mal einmal mal alle durch, Leute. Warum geht das nicht? Die sind schon, glaube ich, verbessert, ne? Genau. Die werden schon alle verbessert. So, dann haben wir einmal mal alles durchgeguckt, die Lieben. Wir müssen jetzt hier sortieren. Also hier haben wir ja schon gesagt, also die Sachen, die sortiert werden müssen, sind hier. So, deswegen ja, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Ship upgrades applied. Jawohl.
Schau dir das mal alles hier an. Ist schon eine Hausnummer. Ship upgrades applied. Jawohl. Ibloranda Prime. Das ist was? Das ist ja hier so eine Art Raffineriewelt. Ich frage mich, ob wir, was fehlt uns denn? Also seltene Kristalle, ne? Ob wir denn hier nicht nochmal so ein. So eine. Eine Kristallmine gibt's planetar immer nur ein Limit, ne? So, synthetische Kristallanlage bauen. Machen wir mal. Ship upgrades applied. So. Ship upgrades applied. Das sind jetzt die ganzen Aufstufungen, die kommen. Also hier wird die Sternbasis eigentlich auch. Oh, wir haben keine Ressourcen mehr dafür. Ach, was? Das war der Grund. Ja, dann holen wir mal ein bisschen was. Wir gehen mal auf den Markt. Und kaufen mal ein bisschen was ein. Weil ich dachte, das ist eigentlich schon durch. Deswegen wurden wir da so ein bisschen getäuscht, sagen wir mal so. So, perfekt. Ansonsten. Wir müssen hier natürlich auch diese Basis dann mal verbessern. So. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Wir müssen unbedingt was hier gegen die Reichsausbreitung auch noch machen. Was für Edikte habe ich gerade laufen? Erlasse. Befestigung der Grenzen. Interstellar debris analyzed. Okay. In der nächsten Folge werde ich mir auch noch mal das mit den Forschungsschiffen angucken, ob wir hier noch mal welche in den Planeten einsetzen können. Noch mal mit den Forschern. Wobei, wir könnten ja jetzt schon mal gucken, ob wir welche einstellen wollen. Wir können noch welche einstellen. Safe. Hier ist einer mit Psy-Kräften. Frage ist, ob wir... Ja, brauchen wir. Rekrutieren wir mal. Mit Fahne. 1, 2 haben wir schon. 3 haben wir davon schon. Das ist ein bisschen too much für jede Stufe. Das müssen wir im Auge behalten. Ansonsten, ja, müssen wir uns mal wirklich ja, mal Gedanken machen, wie wir das nochmal so weiter angehen wollen. Lieben, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen.
In der nächsten Folge geht's weiter. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao.